dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar der jetzt echt wirklich bald kommende Weltuntergang. In unserer ersten Folge hatten wir schon einmal berichtet, dass er nicht kommt. Jetzt aber schon. Und warum? Es geht heute um das Bargeldverbot. Ja, eins ist nämlich sicher. Das Bargeldverbot kommt. Wir leben in der Endzeit und die Welt geht bald unter. Oh nein. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Die da oben wollen uns das Geld wegnehmen. Nein. Diesmal ist es ganz echt so. Diesmal ist kein Scherz mehr. Beim nächsten Mal ist es dann ganz sicher und das Mal danach überhaupt kein Zweifel mehr. Oh oh. Ich habe mir das mal angeguckt. Es gibt wirklich regelmäßig und in Wellen in bestimmten Kreisen das Gerücht, dass Personengruppen das Bargeld für die bieten wollen. Und die sagen, in Indien und in Schweden haben die das schon gemacht und als nächstes dann bei uns. Also es geht wirklich um das Verbot von Bargeld und es klingt erstmal sehr merkwürdig. Das sind Leute, das sind oft bibeltreue Christen, da gibt es Reichsbürger, ich habe mir das mal angeguckt, da gibt es Esoteriker und alle möglichen politischen Verschwörungsgläubigen. Ich habe das einfach mal gegoogelt, verschiedene Blogs gefunden. Da gibt es einen, der nennt sich Irrglaube und Wahrheit. Und der schreibt, die Staaten und die Banken werden wohl alle Münzen und alles Papiergeld abschaffen. Sämtliche finanziellen Transaktionen laufen dann nur noch über das Zeichen des Tieres, von dem wir denken, dass es ein Bio-RFID-Chip sein wird. Es gibt eine Gruppe, die Bilderberg-Konferenzen, das gibt es ja diese Konferenz von selbsternannten wichtigen Leuten, die sich einmal im Jahr heimlich treffen und was auch immer sie da machen, wahrscheinlich unglaublich viel Bier trinken. Oder Wein. Oder bösartige Sachen besprechen. Dann können sie endlich ihr Echsengesicht zeigen. Genau, ihr Echsenmenschengesicht. Und da schreibt als auch jemand, ich bin ja nicht gerade ein evangelikaler Christ. Doch frage ich mich, warum von diesen evangelikalen Seiten noch niemand zu bemerken scheint, dass sich die letzten Prophezeiungen der Bibel eben jetzt zu dieser Zeit wortgenau erfüllen. Wann dieses Mikroteil, in Klammern RFID-Chip, in die rechte Hand unter die Haut geimpft wird, in Klammern testweise, ist nicht mehr eine Frage von Jahren. Schritt für Schritt geht es in den bargeldlosen, gnadenlosen Überwachungsstaat. Und das steht so in der Bibel? Ja, da steht alles ganz exakt so in der Bibel. RFID auch. Es ist jedenfalls, handelt es sich um eine. Und ich habe sogar was in der FAZ gefunden. Der Autor Philipp Plickert schreibt über einen Fall in Indien, geht dann darauf ein, dass dort das Bargeld verboten werden soll und schreibt, er zitiert hier einen Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Norbert Hering und der vermutet, dass auf höchster Ebene eine Gruppe von Bankern, Zentralbankern und Ökonomen, konkret die Group of 30, an der schrittweisen Abschaffung von Bargeld arbeite. Und dann der nächste Satz ist, konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Dann habe ich gefunden, Bargeldverbot in der EU 2018, geheimes Treffen in London. Hier ist jemand, der feststellt, das müssten alles Juden sein und ganz viele, also das ist eine sehr unangenehme Seite, die tarnen sich aber als Deutsche und Österreicher. Es ist unser deutscher naiver Denkfehler, zu meinen, dass alles deutsche Schlafschafe seien. Schlafschafe. Also, dass um das Bargeld eine solche Verschwörungstheorie herrscht, das war mir nicht klar. Es gibt auch unseren eigenen Kommentator, den Don Camillo. Ach, das ist ja schön. Don Camillo schreibt, ich weiß, es kommt bald eine Zeit, in der ich von religiösen Mächten am Evangelisieren gehindert werden werde. So wie auch das Bargeld mehr und mehr abgeschafft wird, siehe Offenbarung. Ja, habe ich gesagt, gucke ich mal in die Offenbarung. Sehr gut. Was da nun steht. Ich bin gespannt. Und auch auf Gefahr hin, die Leute zu langweilen. Hier wird eine Prophezeiung zitiert. Und damit eine Prophezeiung oder irgendeine Behauptung eine Prophezeiung ist, muss die ein paar Eigenschaften erfüllen. Die Behauptung muss zutreffend sein. Sie muss vor dem eigentlichen Ereignis gemacht werden. Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Die Prophezeiung muss exakt sein. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Und die Erfüllung muss beobachtbar sein. Wenn ich eine Behauptung habe und das trifft alles ein, dann ist das interessant. Mhm. Dann ist das interessant. Ob da göttlicher Ursprung zu vermuten ist, das müsste man sich dann mal genauer angucken. Aber es rechtfertigt genaueres Angucken. Und jetzt habe ich mal geguckt, was steht denn da in der Bibel. Und zwar geht es da um die Offenbarung des Johannes.
Kapitel 13, Verse 16 bis 18, die immer wieder zitiert werden. Also nochmal, wir leben in der Endzeit. Ja. Das Bargeld wird abgeschafft. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben. Endzeit. Und jetzt spricht die Offenbarung über das böse Teufelstier, was da sein Ding macht. Und es, also das Teufelstier, bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Okay, got it? Wahnsinn. Also man soll die berechnen, aber dann wird sie einem doch gesagt, besser, falls man das doch nicht schafft. Oder? Genau. Also bei allem zur Sicherheit. Vom Bargeldverbot steht da nichts. Was der Verfassung uns jetzt hier konkret mitteilen wollte, das wissen wir nicht. Das Mahlzeichen auf der rechten Hand könnte, wenn man sehr, sehr viel guten Willen anlegt und bereit ist zu spekulieren, da könnten Geldmünzen einer bestimmten Währung mit gemeint sein. Aber damit wird ja wohl kaum die Abwesenheit oder das Verbot von diesen Münzen gemeint sein. Möglicherweise geht es da um die römische Währung, die damals benutzt haben. Das war beim Verfasser, waren die Römer, die wurden als Besatzungsmacht angesehen. Die waren also sehr, sehr unbeliebt. Und möglicherweise geht es darum, da war ja auch in der Regel der Kaiser, der aktuell regierende Kaiser, drauf abgebildet auf den Münzen der Römer. Genau. Vielleicht geht es damit auch um das Mahlzeichen an der rechten Hand, einfach um die eisernen Ringe. Als römischer Bürger hast du einen eisernen Ring getragen, um zu zeigen, dass du Bürger warst. Ach, das ist ja cool. Und Senator hatten, glaube ich, goldene Ringe und so weiter und so fort. Die Römer hatten für die höheren Stände ganz viele Kleidungsvorschriften, also was du genau tragen, dann wurdest du berechtigt, dann noch einen Purpurstreifen in deine Toga zu machen oder dieses oder jenes. Aber für einfache Bürger und für Sklaven hatten sie das nicht. Warum, weiß man nicht genau, aber meine Vorstellung ist immer, wenn ich als Sklave morgens zum Markt zum Brötchen kaufen geschickt werde und Sklaven müssten alle blaue Hüte tragen und ich würde mich auf den Markt umgucken und feststellen, dass eigentlich alle Leute um mich herum blaue Hüte tragen, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass wir ja viel mehr sind als die anderen. Und warum sind wir eigentlich Sklaven? Sollte man da nicht mal was gegen unternehmen? Ah ja, klar. Also hatten sie das nicht gemacht? Ja, das macht Sinn, das stimmt. Aber damit du dich trotzdem irgendwie ausweisen konntest und damit dir die entsprechende Ehre angedeihen, deines Standes angedient wurde, hatten sie halt einen eisernen Ring. Und das könnte durchaus das Mal auf der rechten Hand sein. Warum das auf der Stirn sein kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, was es meint. Aber da steht nichts von Bargeldverbot, steht da jedenfalls. Ja, nichts. Aber die meinen ja, das ist dieser RFID-Chip, ne? Die meinen, das Mahlzeichen auf der Hand sei, oder auf der Stirn, sei ein RFID-Chip. Aber wie kommt man von da nach da? Darauf kommt man gar nicht. Danke. Ich meine, machen wir mal einen Faktencheck. Gibt es ein Bargeldverbot? Nein. Nein. Es gibt kein Bargeldverbot. Das gibt es einfach nicht. Und zwar, es gibt immer wieder zwei Fälle, die hervorgebracht werden. Und das ist in Indien und in Schweden. Und ich habe mir das mal angeguckt. In Indien gab es kein Bargeldverbot. Was die gemacht haben, ist, die hatten 500-Rupien-Scheine. Das war ein relativ großer Schein. Mhm. Und da hatten sie ein altes Design aus dem Verkehr gezogen und gegen neues Design ausgetauscht. Mhm. Und zwar mit einer relativ knappen Frist. Und warum haben die das gemacht? Der Schein wurde benutzt, um Schwarzgeld zu horten. Die Leute haben also zu Hause unter der Matratze diese alten Scheine. Die hatten Korruption und so weiter. Da hatten sie ein Problem mit. Und die Leute haben das unter ihrer Matratze gehortet. Und durch diese knappe Umtauschfrist wollten die jetzt erreichen, dass die Leute die alle zur Bank bringen mussten. Und dann konnten die Leute an der Bank fragen, sagen Sie mal, wo haben Sie denn drei Koffer von Geld für Geld her, wenn Sie eigentlich nur ein kleiner Lokalbeamter sind? Und warum ist darüber ist im Westen berichtet worden? Weil die ein Problem hatten, die haben nämlich dummerweise so wenig neue Scheine gedruckt, dass sie die nicht alle austauschen konnten. Dann kam es zu großen Protesten und diesem und jenem. Und deshalb wurde das hier überhaupt nur wahrgenommen. Mhm. Sonst wäre das nämlich einfach nur ein Technikum gewesen, was die halt da so machen. Und in Schweden, auch da, liebe Christen, kann ich euch sagen, da wird das Bargeld weder verboten noch irgendwie abgeschafft.
sondern die Leute benutzen es einfach weniger, weil die Schweden nämlich gerne mit Kreditkarte bezahlen. Und da gab es vor ein paar Jahren Berichte zu und die sind dann absichtlich falsch verstanden worden. Ja. Und auch hier in Deutschland, ja, im vorletzten Sommer hat mal jemand, ich glaube im Innenministerium, vor sich hingedacht, dass es für Steuerhinterziehung oder Schwarzgeld deutlich günstiger wäre, wenn es nicht so viele große Scheine im Umlauf gäbe. Das habe ich auch gelesen. Das stimmt. Aber der ist dann auch recht schnell wieder eingefangen worden. Das ist also nirgendwo hingegangen. Genau, da ging es um die Abschaffung des 500-Euro-Scheins, ne? Und da lese ich hier auf welt.de, Bundesbank war aber gegen die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Das habe ich auch in der Süddeutschen damals kurz gelesen. Das war irgendwie Anfang 2016. Aber da ist ja auch nichts draus geworden. Also eine gefährliche Endzeitlage lese ich hier nicht. Aber interessanterweise ist das für die Leute ein Beleg dafür, dass das funktioniert, dass das wirklich so ist. Jetzt habe ich bei uns im Blog verschiedene Kommentatoren dazu gefunden. Da schreibt jemand, ich habe nicht rauskopiert, wer es ist. Wir leben in der Endzeit. Einige Prophezeiungen der Bibel werden realistisch erkennbar. Unter anderem die Bargeldabschaffung. Einige werden die Zeichen der Zeit erkennen. Viele werden mit dem Zeitgeist mitlaufen. Und jemand anders schreibt, da habe ich, glaube ich, geschrieben, aber es gibt doch gar kein Bargeldverbot, als das angebracht wurde. Und dann schreibt die Person, ich denke, das ist so wie mit der umstrittenen Pkw-Maut. Warten wir doch einfach mal ab. Auf ein paar Jährchen kommt es jetzt doch nicht mehr drauf an. Oder zwinker, zwinker, Smiley. Hä? Also, vielleicht kommt die Bargeldabschaffung ja irgendwann in der Zukunft. Was die machen ist, das ist ganz interessant, die benutzen nicht mehr das eingetroffene Ereignis, um damit die Korrektheit der Prophezeiung zu beweisen, sondern die benutzen die Prophezeiung, um zu garantieren, dass das Ereignis eintrifft. Das heißt, das Nicht-Eingetroffensein der Prophezeiung ist ein Zeichen für die Wahrheit der Prophezeiung. Aber das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber man hat recht. Und man hat einen Grund, sich zu fürchten. Ja, die Endzeit, die hoffen ja dann, ich glaube, dass der Jesus zurückkommt und wir brennen in der Hölle. Und es befördert auch so schädliche Blickweisen auf die Gesellschaft, so von wegen die da oben und wir hier unten und die Eliten und wie du auch schon gesagt hast, Bilderberg, da geht es immer um wir und die. Ne, wir Armen sollen dumm gehalten werden und auch bei Chemtrails ist das auch. Es ist immer so, irgendwelche die... Ne, die da oben, die Eliten, die weiß ich nicht, Politiker, was auch immer ins Feld geführt wird und wir Armen. Und so eine Einteilung der Welt in die und wir und oben und unten und Eliten und Volk ist natürlich unglaublich schädlich, um irgendwas zu verstehen, was wirklich um einen rum passiert und dann entsprechend zu agieren. Wenn einen jetzt in der Gesellschaft irgendwas stört und du führst alles auf einen Mechanismus zurück, der gar nicht existiert, dann kannst du dich halt auch nicht daran beteiligen, irgendwas in der Welt zu verbessern. Ne? Ja. Das finde ich halt extrem krass. Protestieren gegen Echsenmenschen wird nichts voranbringen. Eben, genau. Ich habe mir nochmal angeguckt, ein bisschen Hintergrund zur Offenbarung des Johannes, weil da steht es dann nun mal drin. Und die sagen, die ist datiert irgendwann, das ist man sich auch nicht so einig, im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts, also irgendwie von 70 bis 95, das nach der Zeitenwende. Das haben sie sich so angeguckt, wie das so passen kann. Ich kann das nicht im Einzelnen beurteilen. Aber ein Hinweis ist, in der Apostelgeschichte, die halt älter ist, wird Rom noch als irgendwie gute Staatsmacht gesehen. Und da argumentiert der Paulus da mit dem römischen Bürger, ich bin Bürger des Römischen Reiches, deshalb dürft ihr mich nicht totschlagen oder was auch immer. Und so, ja, na gut. Hier ist sie eine Generation später oder anderthalb Generationen später, ist das Römische Reich schon böse, das schlimme Sachen macht. Und meines Erachtens, kennt ihr Monty Python's Flying Circus? Ja. Und wenn man das guckt, das ist ja eine britische Sendung aus den späten 60ern, aus den 70er Jahren, dann ist es lustig und witzig und albern. Allerdings. Aber was sie gemacht haben, die waren sehr, sehr stark tagespolitisch. Ich war mal auf einer Veranstaltung mit John Cleese und Eric Idle und die haben das dann noch so gesagt. Die haben das also ganz kurze Zeiten, dass sie haben die Witze geschrieben oder die Sketche geschrieben, bis dass die im Fernsehen kamen. Die sind also auf tagespolitische Sachen eingegangen. Die versteht heute niemand mehr. Das stimmt. Die tagespolitischen Sachen. Und die verstehen wir so sehr nicht mehr, dass wir nicht mehr merken, dass sie da sind. Ja, okay. Die machen also ihre Scherze als Kommentare zu der Lage in Großbritannien Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Wir merken nicht mal, dass das da ist. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Nun,
als hier, Johannes der Täufer auf Patmos. Das war ein anderer Johannes. Das war der Lieblingsjünger, ne? Oder wer war das jetzt, welcher Johannes? I don't know. Das ist ja auch nicht bekannt. Okay. Ich weiß auch nicht mal, ob der sich selbst Johannes nennt. Müsste man das Ding mal ganz lesen. Aber so sehr muss ich es auch nicht machen. Und das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Und wenn der jetzt zum Beispiel tagespolitische Bemerkungen machen würde, würden wir die auch nicht mehr bemerken. Aber allerdings, ja. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, wir haben ja eben von der Zahl des Tieres gehört. Und wenn man damals die damalige politische Lage etwas näher betrachtet, und zwar alles Religiöse und Mythologische weglässt, sondern nur mal guckt, was kann er denn damit gemeint haben, kommen ganz interessante Sachen raus. Wenn man zum Beispiel die hebräischen Zeichen, im Hebräischen werden ja die Buchstaben auch als Ziffern zweitverwertet. Mhm. Wenn man jetzt die Ziffern der beiden Worte für den Namen Kaiser Nero, im Hebräischen sagt man wohl Neron Caesar, addiert, erhält man die Summe 666. Dass auf dieselbe Zahl kommst, wenn du nach hebräischen Regeln rechnest, aber die griechische Schreibweise zugrunde legst. Aha. Was sie also gemacht haben, ist, die haben den Text bewusst so verfasst, dass nur Juden oder falls es halt schon Christen gab, mit Hebräischkenntnissen das durchschaut haben. Wen die da meinen. Aha. Und nicht die römischen Staatsbeamten, die in der Osthälfte des Römerreiches, wo er also saß und auf Patmos und das geschrieben hat, die kannten Griechisch, aber die konnten kein Hebräisch. Das heißt, die haben die Regeln nicht verstanden. Verstehe. Dann macht das auch Sinn, dass er sagt, es ist eine Zahl des Menschen und man kann sie ausrechnen und so. Das macht dann auf einmal ein bisschen mehr Sinn. Als genau. Wer Verstand hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn sie ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Ja, jetzt das es machen. Steht da. Ja. Liebe Verschwörungsleute, es steht da, was gemeint ist. Und das ist ja cool. Ist das jetzt, was ich jetzt erzählt habe, ist das ein Geheimnis oder esoterische Zahlenmystik? Gibt es das vielleicht nur bekannt unter Eingeweihten oder spezialisierten Historikern? Nein, das steht exakt so in der Wikipedia und man kann es auch nachvollziehen. Das ist so ähnlich rätselhaft, nämlich überhaupt nicht, wie wenn ich sage, an Umstand X ist jemand schuld, aber ich sage nicht wer, aber es fängt mit M an und hört mit Erkel auf. Das ist ganz genauso. Das ist ganz genauso. Und die Prophezeiungs- oder Wundergläubigen, die wollen das aber nicht verstehen. Sagen, ja, was könnte denn ein Erkel sein? Das ist also so unfassbar schwierig. Bestimmt ist das ein sicheres Zeichen für den Weltuntergang. Ein Erkel wird kommen. Also was sie machen konnten, ist durch die sogenannte Verschlüsselung, mit den hebräischen Ziffern konnten die die verhasste Besatzungsmacht beschimpfen und auch deren Ende herbeizusehen, ohne dass sie damit mit den Behörden in Schwierigkeiten gekommen sind. Ach, das ist ja eigentlich ganz sympathisch auf einmal. Ja. Cool. So, was man noch machen kann, ist, wenn man nur den Text beguckt und man guckt sich nicht skeptisch rein und du guckst nicht historisch rein, sondern du möchtest jemand gibt dir einen Text und beschreibt dir seine Interpretation. Was eine gute Methode ist, man kann sich überlegen, wenn man nicht nur die übliche Interpretation nimmt, sondern man nimmt die gleichen Mittel, die genutzt haben, um zu dieser Interpretation zu kommen, in diesem Fall halt, oh, das Bargeld wird verboten, und guckt, ob man zu was völlig anderem kommt. Mhm. Dann taugt die Strategie offensichtlich nicht, die Interpretationsstrategie offensichtlich nicht dazu, zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen. Ja, das stimmt. Mhm. Und ich habe lange meditiert und gependelt. Und habe über den Text aus der Offenbarung meditiert. Und ich weiß jetzt, was das meint. Das ist nämlich völlig klar, was hier wirklich gemeint ist. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Das Zeichen des Tieres. Im Englischen würde man sagen, the mark of the beast. Das steht da so. Ist ja ganz, ganz klar identisch mit dem Zeichen, oder besser sollte ich sagen, mit der Marke des Teufels. Und der Teufel war ja auch die Schlange, die bei Adam und Eva im Paradies unterwegs war. Und was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Martina? Freiheit? Lass uns nochmal an. Was hat die Schlange Adam und Eva gegeben, Till? Verdammnis aus dem Paradies. Einen Apfel. Einen Apfel? Genau. Also ist die Marke des Tieres ein Apfel. Den wir in der rechten Hand tragen. Apple. Klingelt's. Also, hier wird in der
Offenbarung des Johannes, die Einführung des Apple iPhones prophezeit. Und zwar auch in Kombination mit PayPal. Ach ja, weil er sonst nicht mehr bezahlen kann, steht da. Ne? Wer Verstand hat, der kauft ein iPhone. Fantastisch. Sehr schön. Das ist wirklich beeindruckend, Fazit, dass das da schon vorher gesagt wurde. Ich musste auch sehr lange weinen. Als Fazit, also die Behauptung, dass es anstehende Bargeldverbot, wie in der Bibel prophezeit, ein sicheres Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Weltuntergangsdings da sei, das geht verstolpert über die folgenden Probleme. Es gibt überhaupt kein Bargeldverbot. Die Bibel spricht auch nicht von einem Bargeldverbot. Die vorgebrachten Stellen in der Bibel können alles Mögliche bedeuten. Alles Mögliche bedeuten. Und mit ein bisschen historischem Wissen entpuppt sich der Abschnitt als ganz leicht verklausulierte Kritik an der Politik der römischen Besatzungsmacht, die wir, weil wir die nicht im Detail kennen, vielleicht nicht mehr im Detail deuten können, was genau gemeint ist. Ja. Das ist also schon wieder fast peinlich, lächerlich einfach, dieses immer wieder vorgebrachte Verschwörungsmeme, diesen Gedanken, diese getuschelte These zu zerlegen. Mhm. Schön. Hier haben 20 Minuten Quellenstudium gereicht. Ich glaube, dass die Leute sich auch sowas festhalten, weil die wollen, die sehen sich so ein bisschen nach sowas. Sowas Großem, Schlimmen, wo man dann selber miterlebt und das ist so ein bisschen Abenteuer. Auch wenn viel dann zusammenbrechen würde, wäre man trotzdem endlich mal selber. Und dann hätte man auch endlich Grund, dass man sich ständig so selber bejammert. Ja, das ist das. Ich habe letztens noch mit einer Freundin aber über Trump gesprochen und warum das so ist. Und sie meinte halt auch, ein Aspekt könnte tatsächlich sein, eben dieses Aufregende, es passiert halt was ganz Krasses. Migrationslüstern. Ja, so ein bisschen, aber es passiert was Aufregendes und das kann ich mir schon, ich weiß nicht, wo das herkommt und was das soll, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen Verschwörungstheorien, dass das auch so ein Thrill ist. Mhm. Mhm. Und ich habe es durchschaut. Ja. Und die anderen nicht. Und manche von den anderen Schlafschafen sind noch gar nicht mal deutsche Schlafschafe, sondern tarnen sich nur als deutsche Schlafschafe. Und so weiter. Ja. Da kommen noch andere psychologische Aspekte mit ins Spiel. Ja. Ja, ich habe fertig. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr lustig. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Piepvogel des Monats. Aus den Themen, die wir hatten.